So, meine lieben Damen und Herren, da sind wir auch schon wieder direkt zurück bei Let's Play Battlefield 1 und starten auch Das direkt. tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Und Vertrau mir und schnall dich ordentlich an. schau mal, was jetzt so passiert. Die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem. Sichere nach hinten. Okay. Gut, ich sag ja, wie gesagt, ich merke schon, man wird hier ein bisschen mehr beschossen, aber ich versuche die jetzt hier tatsächlich einfach mit den Raketen halt auch teilweise runterzubekommen. Na? Alter, man wird hier aber voll beschossen schon. Okay, aber es funktioniert noch eigentlich ganz gut. Wow! Das war knapp. Naja. Boah, scheiße, Alter. Die fliegen ja auch in ihren Geschwadern darum. So zu dritt. Na? Schieße ich da drüber oder was? Ja, damit sind wir tot. Clyde Blackburn. Bla 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 bla. Ja, ich dachte eigentlich, dass der so nach einer Rakete kaputt geht. Deswegen war ich jetzt. Ja. Deswegen habe ich das so versucht. Okay. Gut. Okay. Naja, okay. Die holen wir jetzt natürlich. Die versuchen wir jetzt natürlich wegzuholen. Wow. Alter, fliegt doch noch näher an mir vorbei. Okay, wir versuchen das jetzt ein bisschen so von außen nach innen einfach mal abzuräumen. So ein bisschen mit System dran zu gehen. Damit ich hier halt einfach nicht die ganze Zeit sinnlos rumfliege. Na. Na. Zack. Zack. Weil ich also jetzt von so ein bisschen so den Zickzack hier gerade mal mache. Mal gerade ein bisschen langsamer, bitte. Danke. Super. Wenn wir auch nicht alles täuschen, haben wir jetzt nur noch drei Ziele, die wir gerade zerstören müssen. Jerry Vogel hinter uns. Oh ja. Ich merk's. Boah, hier sind aber viele. Okay. Okay, die Flachs haben wir. Okay, mal schnell reparieren. Auch wenn wir noch nicht so viel Damage gemacht haben. Aber es kann ja sehr schnell, kann sich das ändern. Okay, nur eins. Das war nur eins, was wir wegbekommen haben. Na, leider Gottes aber nicht zwei. Okay, haben wir was? Oh, wir haben gar nichts erwischt. Hm. Ich merke das. Also ich gucke die ganze Zeit so auf die Karte, deswegen kriege ich das ganz gut mit eigentlich. Alter, wir treffen aber. Ich treffe aber gerade gar nichts, was da unten auf dem Boden ist, ne? Oh, fuck. Da ist was direkt neben uns explodiert. Ich muss ganz schnell mal langsamer werden. Ganz schnell mal langsamer werden. Das ist auch ein schöner Satz. Okay, die haben wir. Okay. So nah am Boden mag ich es nicht. Okay, eine Rakete hat leider nicht ausgereicht, um Schaden anzurichten. Okay. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt hauen wir hier aber mal. Ja, perfekt. Nur noch zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Nur noch einer. Oder auch nicht. Noch nicht mal mehr einer. Okay, perfekt. Super. Das ging ja besser als erwartet. Der zeigt uns irgendwas an. Okay, der zeigt uns an, dass die Bomber da sind. Okay. Okay, natürlich. Ach du Scheiße. Okay. Wir müssen auch die da unten noch. Ich versuche jetzt gerade mal ganz schnell hier unten wegzumachen. Weil dann sind wir die hier nämlich schon mal los.
dann beschützen wir natürlich eher die Bomber. Na komm, 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 komm. Mist. Okay, das wird nichts. Mann. Da hätte ich ein bisschen mehr nach oben fliegen müssen. Dann hätte das perfekt, dann hätte es hingehauen. So leider nicht. Tja. Okay. Wie gesagt, wir müssen hier natürlich halt noch versuchen, jetzt auch die Jäger hier wegzuhalten. Naja. Mann, Mann, Mann. Okay. Okay. Ist echt so. Die ganze Zeit so. Der ist hinter uns. Die machen das und das. Die sind voll böse. Gleich sind wir tot. Du musst mal anders reagieren. Warum schieße ich jetzt eigentlich noch auf die... Unsere Bomber sind schon vorbei. Oh, wir haben nur noch einen Bomber. Wir haben nur noch einen Bomber. Und der ist gleich auch down. Der ist down. Der Bomber ist down. Jeden Moment. Scheiße. Oder? Nee. Ha! Ja. Okay. Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger, was? Na, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten die Deutschen wirklich mehr Flugzeuge als die Alliierten, sag ich mal. Wenn mich nicht alles täuscht. Also im Ersten Weltkrieg waren wir noch eine wirkliche Luftmacht, aber dafür halt nicht so stark in Panzern, wenn mich halt nicht alles täuscht. Also Panzer waren wir auch schon ziemlich weit nach vorne. Aber, naja. Also eins muss man den Deutschen immer wieder lassen, was so Technik angeht. Also Flugzeuge, Panzer, was weiß ich. Da waren wir ja wirklich im Krieg immer ganz hervorragend. Tragischerweise. Wirklich tragischerweise. Man kann es einfach, man muss es einfach sagen. Das ist nichts Gutes, wenn man in solchen Punkten, punkten kann. Ja. Aber wir holen hier erstmal noch ein Flugzeug runter. Bin mal gespannt, wann die nächsten Jäger kommen. Die nächsten Bomber, nicht Jäger. Hinter uns ist einer. Ja, aber. Okay. Gut, während dem Looping immer wieder mal noch so ein bisschen schneller werden. Na, das verwirrt. Also mich verwirrt das immer, wenn das jemand vor mir macht. Gut, das sind jetzt hier gerade NPCs, ne? Deswegen kann man das schlecht sagen. Bin noch mal gespannt. Ich bin noch mal gespannt, ob man hier in der Kampagne, ist ja die perfekte Kampagne, sage ich mal dafür, vielleicht auf den roten Baron trifft, tatsächlicherweise. Weil es gibt ja für die Vorbestellerbox, für die Vorbesteller-Deluxe-Box oder so, glaube ich, gibt es ja, also habe ich ja sogar, ich weiß jetzt gerade aber nicht genau, wie das hieß. Gibt es ja aber, gibt es ja aber tatsächlich die, das Rote Baron-Kit im Endeffekt. Also da hast du dann halt die Pistole des Roten Barons. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, du kannst halt auch den, das Flugzeug des Roten Barons tatsächlich dann halt auch noch steuern. Wenn mich zumindest nicht alles täuscht. Okay, wir machen jetzt erstmal den hier. Dass wir hinter unsere Leute kommen. Um dann hier jetzt halt erstmal die hier wegzuschießen. Wie gesagt, wenn wir jetzt so zwei, drei Bomber durchbekommen hier, wäre ja schon mal super. Müssen wir jetzt erstmal den hier. Ja, wir werden auch gerade getroffen. Wir werden auch echt gerade getroffen, ne? Also gerade sogar ziemlich hart. Da muss ich mich auch mal gerade echt auf mich selbst konzentrieren. Okay, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob man... Die haben den noch nicht abgeschüttelt, ne? Okay,
Ich glaube, jetzt haben wir ihn abgeschüttelt halt. Okay. Also wisst ihr, was mich persönlich ja halt stört? Das ist halt, dass die Flugzeuge, also das ist jetzt beispielsweise der, der ist schon am Brennen. Na? Okay. Gut, aber wir haben die schon mal ganz gut angehittet. Unter uns geht Flugabwehr in Position. Okay. Diese Wagen werden unsere Bomber vernichten. Ja, natürlich, dann gehen wir. Wir natürlich da so ein bisschen wieder gegen vor erstmal. Na, haben wir einen? Nee, haben wir nicht erwischt. Scheiße. Okay, nee. Das kann ich gerade vergessen. Das dauert zu lang mit dem Nachladen. Fuck. Okay, Alter. Jetzt gerade ging aber gar nicht. Mal ganz schnell reparieren. Boah. Jetzt werden wir hier aber gerade ein bisschen gefickt. Nein. Mann. Immer diese scheiß Raketen. Warum sind das denn auch nur 8? Und warum streuen die so extrem? Das ist doch nicht lustig. So, den haben wir jetzt aber. Okay, den haben wir nicht. Ja, wie gesagt, wir müssen die auch nur dezimieren. Ja. Okay. Ja. Die Kommentare sind auf jeden Fall nicht schlecht. Die labern mir halt jetzt nur für, also so als Let's Player labern sie mir gerade ein bisschen viel rein. Aber wenn ich das Spiel jetzt natürlich ganz normal spielen würde, dann hätte ich nichts dagegen, wenn die ab und zu mal was sagen. Eieieiei. Ja, warum, frage ich mich auch die ganze Zeit. Warum treffen die mich immer so? Also warum fliegen die immer gegen mich? Lad mal nach. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt aber noch das letzte Flugabwehrgeschütz möchte ich jetzt noch haben. Na bitte. Okay, und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die feindlichen Jäger. Weil wenn die gleich auch weg sind, zumindest zu einem Teil, wäre schon mal super. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass hier immer wieder welche spawnen. Also mal wieder eine gewisse Anzahl spawnt und die sich dann halt einfach im Endeffekt aufaddieren. Umso weniger wir halt hier erwischen. Oder die Flieger halt erst kommen, wenn hier eine gewisse Anzahl an Jägern weg ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, wir bekommen gerade immer wieder so ein paar Kügelchen bekommen wir gerade ab, aber es ist nichts. Dramatisches. Das war sogar einer von uns. Ach nein. Was? Ach nein. Ach nein. Von ganz vorne wieder. Scheiße. Oh, ist das blöd. Das ist blöd. Das ist jetzt aber wirklich blöd. Ja. Aber nein, Mann. Das meine ich halt, der brennt und der fliegt aber immer noch ohne ein Problem weiter. Den interessiert das auch niemals. Ja, ich versuche diese Wichser ja gerade hier wegzubekommen. Aber ich bekomme hier gerade auch ganz ordentlich was ab. Das wird nichts. Nein, das wird nichts. Oh, du Kacke. Scheiße. Ah, das ist, meine Güte, Leute. Da werde ich jetzt noch echt ein bisschen länger dran hängen. Merke ich schon. Das Problem ist, die Folge ist in 5 Minuten schon vorbei. Sehe ich gerade. Eieiei. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. So. Machen wir einfach hier mal gerade. Einer weg. Nummer 2 weg. Okay. Währenddessen kriegen wir halt auch wieder schön aufs Maul.
Alter, du musst doch mal... Alter! Da fliegt der unter uns her, oder was? Ja. Ist echt so. Ach, was soll's. Ja. Ich hab den jetzt einfach mal mitgenommen. So, das meine ich jetzt beispielsweise. Der Typ da, der ist eine einzige Rauchwolke. Nein, die haben einen von uns erwischt. Die haben einen erwischt. Boah, welcher Wichser trifft mich denn da von hinten? Das ist ja unglaublich. Na gut, okay, und los. Gas geben. Wir haben nur noch einen. Wir haben nur noch einen Vogel da. Ich krieg die Krise. Komm schon, gib die Bombe ab. Lass sie fallen, na bitte. Eieieiei. Ja, das könnten wir mit der zweiten, könnten wir das schaffen mit der zweiten Welle. Okay. Es ist möglich. Es ist möglich. Wir können das schaffen. Sogar noch on time. Okay. Machen wir jetzt erstmal da unten mal ein bisschen, räumen wir da unten mal gerade ein bisschen auf. Das könnte... Na bitte. Okay, nachladen. Und währenddessen fliegen. Denn wenn fliegen hinter fliegen. Ja, immer daran denken, bitte. So. Und jetzt holen wir uns noch die beiden. Noch den einen, meine ich. Ist nur noch einer? Scheiß drauf. Alles drüber geschossen. Nein. Okay. Bitte. Okay, dann machen wir es halt erstmal so. Was ist denn los hier? Ich hab vergessen, Gas zu geben. Ich dachte so, ist der so schnell oder was ist los hier? Und dann auf einmal knall ich auf den Boden. Super. Herrlich. Also im Multiplayer sähe das bestimmt super toll aus. Einfach so, so gefühlt so der sterbende Schwan. Nein. Das sind doch keine mehr. Also außer das eine. Oh, lad doch nach, lad nach. Gerade noch so. Da war wirklich, Da hat nicht mehr viel gefehlt, dann wäre Ende. Okay, nee, den nächsten Bomber kommen. Okay. Das sollten wir jetzt hinbekommen. Wenn jetzt nicht wieder einer meiner Freunde gegen mich fliegt. Müssten wir das doch irgendwie hinbekommen. Gesagt, getan. So gewinnen wir den Krieg nicht. Das ist doch... Naja. Also... Ist das gerade dumm? Okay. Meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hui. Und ich hoffe, dass wir das dann halt mal in der nächsten Folge schaffen. Mit der Festung, dass wir die dann mal zerstört bekommen. Es ist gerade wirklich komisch. Aber gut. Ist halt jetzt so. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und sage... In diesem Sinne, liebe Kumpel und Schau, Leute, euer Shinigami. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.